nehmen wir nochmal. Leute, herzlich willkommen. Wir machen ja heute ein Gewinnspiel, Freunde. Aber ihr könnt euch noch ein bisschen das Bacon-Video ansehen, bis ordentlich Leute da sind. Ihr seid ja erstmal zu zweit. Geh nochmal aufs Klo. Bis gleich. Zweite Einstellung. So, 30 Leute schon. 30 schon? Ja. Soll ich auf dem Klo, wenn wir fragen, ne? Ja. Jackson ist schon am Start, der hat auch schon mal was gewonnen, glaube ich. Ja. Der hat, glaube ich, das Glas kaputt gemacht, was er gewonnen hat, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, der Dude ist leider nicht da. Der Dude ist in München. Heute räumt der Buddy ab. Ich weiß nicht. Hat er überhaupt kommentiert? Ich glaube, er hat gar nicht kommentiert, der Buddy. Also kann er auch nicht gewinnen. Hoff to the Man ist wieder fit. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Ja. Im Hintergrund das Bacon-Video sollte man immer mal wieder aufrufen. Ja, wir warten noch ein bisschen, bis ein paar Leute da sind und dann starten wir die große Verlosung. Aber in der Zwischenzeit genehmigen wir uns erstmal ein Bierchen, ne? Haben wir uns ja auch verdient nach den ganzen Super Bowl Special Folgen, ne? Also Prost. Ja, Johnny ist gleich fertig. Das dauert nicht mehr lange, glaube ich. Was war das für ein Gewinnspiel? Ja, wir hatten doch beim Super Bowl, hatten wir gesagt, unter allen Kommentaren verlosen wir geile Preise. Ganz genau. Johnny ist auch wieder da. Ja, ganz genau, ich war auf dem Klo. Ja, seht euch den Bacon an, wie der zündet. Das ist voller Programm. Ja, in der Pfanne. Erstmal müssen wir zeigen, Johnnys Bierglas ist komplett leer. Das muss man einfach auch voll machen, ja, würde ich also sagen. Ich glaube, wir müssen das abbrechen hier mit leerem Bier. Nicht abbrechen. Ja. Zünden. Warte, ich mach's dir auf, Junge. Dann kannst du es vor der Cam einschütten. Ja. Ich mir die Maske schnappe. Ja, hier, gutes Detmolder Weizen. Johnny, du Schwein! Ja, das Bier passt nicht ganz zum Glas, aber... Das macht nichts. Wir sind auch bald wieder bei Detmolder, denke ich mal, ne? Genau, es kommt. So, hier, dann nimm dir da mal ein Bierchen hier weg. Ja. So, ich bin jetzt hier. Warum sage ich Bier? Knack und Backomat. Ja. Ich habe hier meine alte Mütze auf. So, bisschen zerfleddert hier. Die wird vielleicht für einen guten Zweck, vielleicht der gute Zweck als Bacon, verkauft. Zack, und hier setze ich den neuen Lümmel auf. Na komm zu Daddy. Na, mach ein bisschen mehr her, Freunde. Ja. Ja, wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel gemacht für den Super Bowl. Das war natürlich der Texas Omi widmen. Ne? Und ja. Und die Omi hätte auch gewollt, dass sie alle was gewinnt. Also nicht alle, aber die mitmachen. Genau, einen kleinen Gewinn haben wir für jedes Video rausgenutzt. Und wir starten einfach mal mit dem, ich würde mal sagen, mit dem Video, was die wenigsten Klicks hat. Ne? Das muss ich hier mal irgendwie abbrechen, hier, den Scheiß hier. So, weg damit hier. So, ihr seht ja hier, was ich hier mache. Unser Laptop. Ne? So. So, die Corn Dogs, muss man sagen. Ne? Kommt schon. Ich hab's sofort.
Sturm C. Ne? So, wir verlosen jetzt unter den Corndogs Kommentaren. Also ihr könnt jetzt noch schnell kommentieren. Live dazu. Also, zeigen wir doch vielleicht erstmal die Preise oder was? Oder was nee, worum es geht? Nee, das ist ja die Überraschung. Wir haben es ja schon sortiert. Ah, den Tisch kann man kurz zeigen. Nee, den brauchen wir nicht zeigen. Nein, noch nicht zeigen. Dann wissen die Leute ja, was sie kriegen. Komm, wir haben bei einem Blatt Papier, fangen wir an. Ist ja alles umgedreht. Okay, achso, erst verlost. Also, wir schon überrascht werden. Das na gut. Kann sagen, schon beim ersten Preis gleich enttäuscht sein, was er da verpasst hat oder so. Ne? Ja, gut. Kopiert, ne? Ja, ich hoffe. Tun wir es hier rein. So. Hier, ne? Geht ja hier gar nicht hier. Command V. Ja, da ist es ja. So. Erste Video. Ich zünde mit meinem Daumen. Ne? Ja, erstmal musst du die Kommentare sammeln. Ja, und dann nach unten. Ja, yeah, die müssen ja erstmal. Was schreibt der mir denn hier? Sagt ich hier. Meine gut Code verwenden, ey. Mein Gesicht geht nicht mehr. Mach doch mal bei Strata einen Bierbraukurs mit Grillseminar. Das wäre eine gute Kombi, Schotter. Ja, also ist ja alles im Plan. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Bierbrauen mit Johnny. Ohne dass Johnny weiß, wo es lang geht. Er trinkt nämlich gerne Bier. So, Freunde. Ich habe das Ding jetzt hier eingefügt. Der erste Gewinner wird jetzt hier gelunzt, würde ich mal sagen. Ich drücke hier drauf und guck mal, was passiert. So, 133 Kommentare haben wir. Da sieht man es hier. Und jetzt rübergehen. Ne, da unten. Unten, weiter runter. Ja. Weiter runtergehen, genau. So, hier. Jetzt kommt's. So, wenn ich jetzt starte, wird der erste Gewinner für den Corn Dogs Video quasi ausgelunzt von den Kommentaren. Ich zünde. Ne? So, zünden. Ich hoffe, kein Negativ-Penner. Winner ist Christian Scott. Mit dem Kommentar, ich will auch ein dickes Paket gewinnen. Ja, dann kommen wir mal ran hier. Und gewinnen mal so ein erstes Paket. So, wir fangen an bei dem Blatt Papier Nummer 1. Ne? So. Dieses Papier ist dabei. Diese Box. Und das gewinnt der Kamerad. Er muss mir einfach nur was persönlich schreiben. Und mal gucken, was da drunter ist. Eine Zange und eine Gewürzbox. Mit drei Gewürzen. Die kann er sich selber zusammenstellen. Nee, das wird von Spice World randommäßig. Ja, ne? Ja, okay. Genau. Also du kriegst eine Box einfach. Ja, mit drei schönen Gewürzen, aber auf jeden Fall von Johnny. Von der Grillshow. Ja. Diese könnten dabei sein. Ja. Ich kann nicht garantieren, ob sie es sind. Ne? Ja. Gedeckelt. Und von Moesta Barbecue die Vuitton-Zange. Ja. Die gab es mal von irgendwem anders, aber dann haben die das übernommen. Okay. Ja. An johnny.grillmeister@gmail.com blenden wir am Ende nochmal ein. Warte, ja. Wir haben gewonnen hier den Kram. Ja. Christian Schott oder Scott. Ja, der hat gewonnen hier. Ja. Muss der, nur. Der nicht. Soll sich bei mir melden. Und sagen, wohin die ganze Scheiße gehen soll. Okay, da haben wir den ersten von fünf Preisen verlost. Erster Preis verlost. Zwei für den nächsten Lunser, würde ich sagen. Da kriege ich ja schon wieder die nächste Nachricht. Ist man schon wieder hier? Der Beef Buddy. Was schreibt der Trottel mir denn da schon wieder? Na, mal sehen, verdammt Code verwenden hier. So, ich werde jetzt hier den Gewinner notieren mit dem guten Grillshow-Kugelschreiber. Sehr gut. Werden wir jetzt hier Christian Soth notieren. Ja, schaut der Beef Buddy hier. Ganz genau. Der Beef Buddy, der schaut wieder so ein paar Sachen des Mais hier. Ja, genau.
gute Zange, Beef Buddy. Ne? Da kann man drehen und wenden. Ne? Ja, ja, dann schreibe ich noch ein paar Smileys zurück. So, zünden. Ja. Okay. Hier ist er notiert. Ja, ne? Christian Soth hat Zange und Gewürze gewonnen. Zangief quasi hat er gewonnen. Ja. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Apparello. Zur Seite gehen. Ja, das war das Putin-Video. Ja, das war das zweite Klicksmäßig hier. Und mal sehen wir hier. Gewinnt. So. Immer groß hier. So. Ist er drauf, ne? Okay. Hier, Stargoman C. Ach, shit. Nee. Verdammt. So. So, nochmal von vorne hier. So, da ist es. So. Hat er schon? Mhm. Klick mal auf Get YouTube. 146 Kommentare. 146. So, jetzt müssen wir hier auf Start drücken. Und dann könnten wir nämlich hier sehen, wer das zweite Paket gewonnen hat. Den Großlümmel, würde ich sagen. Da geht's ja voran, würde ich behaupten. Winner ist. Was? Sursustis. Thrust SSC. Wow, krass! Da hat der Mann Spaß in den Backen. Er hat gewonnen. Er hat einfach so gewonnen hier. Gibt's denn sowas? So mal einer sagen, dass wir so einen Scheiß nicht live machen, würde ich sagen. Ist schon ein Gewinner eigentlich dabei, der hier live ist, oder nee, ne? Ist ja, nee. Ja, die werden es ja. Sehen. Ne? Was hat er gewonnen? Das sehen wir jetzt, was er gewonnen hat. Das gucken wir mal nach. So. Erstmal auch so eine Gewürzbox. Was eine Überraschung. Mit random Gewürzen drin. Also es muss nicht das sein, was hier drin ist. Da ist schon was drin, was raus muss wahrscheinlich. So, und jetzt gucken wir mal unter dieses Blatt Papier, was man zu dieser Holzkiste gewonnen hat. Grillrosse.com spendiert schon einen schönen Einsatz hier. Ein Smoker-Einsatz für den Kugelgrill. Na, also wenn das mal nichts ist, dann ist es mal nichts, oder? Na, sehr schön. Winner ist THRUSTSSC. Genau. Das muss er sein, sonst weiß ich ja auch nicht. Ja. Das ist der zweite Preis, der rausgelunzt wird, würde ich sagen. So. Wie viele Preise haben wir noch? Oh, drei ja. Haben wir noch. Ja. Ja, gut, vielleicht erstmal ein paar Zwischenfragen, um gibt's die Spannung aufrechtzuerhalten. Guck mal, kommt vielleicht was gleich. Uns mal ein paar Zwischenfragen raus, würde ich sagen. Ne? Kommt nichts oder was? Bier. Da bin ich ja selber drin. Gucken wir mal, ob das klappt. Ne? Live ist live, würde ich sagen. Ja, da sieht man jetzt mal die Verzögerung. Ne? So ein bisschen haben wir ja. Drin. Ne? Also, ja. Prost, meine Freunde. Warte, muss ich da reinhalten. Ja, noch ein bisschen geht, ne? Prost, jetzt geht's. Ja, ja, mit Johnny läuft's, ne? Ja. Ja, ja, wie läuft's denn noch? McAllister schreibt, Namen zusammen und schmeißt das Bier nicht wieder um. Er hat einen Unfall, ey, ne? Ja, es war der Ninja war schuld, oder? Ja, also ich meine, der verzichtet gerne auf Bier, ne? Mhm. Oh. So. Vollzählig, ne? Komm, dann machen wir ein drittes Video. Wann gibt's das Messer zu kaufen? Ja, wenn der Online-Shop nicht mal da ist. Ja, der zögert sich noch ein bisschen. Die Anwälte, ihr kennt das, ne?
Die überprüfen jede kleine beschissene Ecke. Und dann sag ich, ja, komm, können rüber gucken. Ja, gut, lieber nicht. Ne? Also, dann lasse ich die mal rüber gucken. Und dann dauert es ein bisschen länger, das Übliche. Ja, okay. Außerdem habe ich vorher noch nie einen beschissenen Online-Shop aufgemacht. Ja. Wusste gar nicht, was man da nicht alles beachten muss. Jetzt muss ich mich anmelden hier. Freunde, seit diesem Jahr ist ja noch online. Ne? Verpackungsgesellschaft, ja. Wer überlegt denn hier? Ne? Da muss man angeben, was für ein Paket, wie groß. Den ganzen Schwachsinn. Ne? Und da muss man bei jedem Versand nochmal irgendwie. Ja, du hast aber zwei Papier Pappe da verwendet. Das kostet 10 Euro an den Start. Ne? Das Übliche halt wieder. Ne? Wirst du mal eine Chili Week machen? Warum nicht? Ist nicht fast überall immer Chili drin? Fast, würde ich sagen. Ne? So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter mit dem dritten Gewinner. Ja. So, mal finden hier. Der dritte verfluchte Gewinner. Das müsste ja das Video sein. Moment. Erstmal Videos hier hin, ne? So, den hatten wir hier. Dann hatten wir. Ne, Quatsch. Die einfachste hatten wir. Den hatten wir hier. Den hatten wir, jetzt kommen die Cheesesteak Fries. Genau. Das starten nochmal für euch hier, Freunde. Ne? Kopiert. Ne? Jetzt gehen wir da oben rein hier. Also wegmachen hier den Lümmel. Johnny macht's spannend. Ich hab's vergeigt. Ich habe wieder falschen Buchstaben gedrückt hier. Na los. C, so. Okay. Mal hin. Na los. Was ist, wenn sich die Gewinner nicht melden? Na dann. Das ist nochmal neu für die nicht. Gewonnen haben. Geben wir den Leuten mal eine Woche, um sich zu melden, würde ich sagen, und dann kommt es für die nächste Verlosung rein. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ich lösche nochmal weg hier. Ist ja nichts da, ne? So. Jetzt muss es gehen. So. Es lädt hier. So. 128 Kommentare. Ja, mal runter, ne? Ja, auf Chance von 1 zu 128. Geht stark, ne? Suho. Ne? Was ist das denn für eine Scheiße? Wer hat denn jetzt gewonnen? Lexikon? Ich muss ja draufdrücken. Jetzt geht's. Okay, es wird spannend, Freunde. Patrick Aufleger. Die Arterien müssen krachen. Absolut geil, Wahnsinn. Zünden, würde ich mal sagen. Auf Onkel Patty. Das Bier gehört zu dir. So. Okay. Guck mal, was er gewonnen hat. Ja. Natürlich erstmal ein Grillo-Dingen mit drei verschiedenen Gewürzen da drin versteckt. Random, würde ich sagen. Du kannst nichts aussuchen, du kriegst einfach so eine Box mit irgendwas von Grill Johnny. Jetzt wollen wir mal sehen, was hier unter diesem Zettel versteckt ist. Wow! Ich drehe es mal richtig. Eine Pizza Ring vom Muester. Ja, haben die Jungs uns einfach dabei gegeben. Da würde ich mal sagen, Gratulation an den Gewinner. Viel Spaß damit. Und mach was aus. Ne? Ganz genau. So, jetzt muss man wieder hin.
war Nummer 3. Den Glückspilz habe ich hier schon mal hingestellt. Ne? Und dann gucken wir mal, was passiert. So, warte mal. Mal sehen, ob ich dann noch irgendwie fahre. Ein neues Fenster hier. Mal hin. Ja, kriegen wir hin. So, zack. Mal sehen, was er so schreibt vorne, ne? Ja. Laden hier. So. Da ist einer neidisch auf die Gewinner. Was? Nicht doch. Wie sieht es denn hier so aus hier? Comments? So, da haben wir Seite hier. Glückwunsch, Glückwunsch. Oh, Olaf, Olaf, gar nicht scheiße, du den Gewinner an, ich fehl Pech hier an, bitte an mich. Vater und Sohn, voll gut die Preise, ich dachte schon, die Cap auf dem Tisch ist ein Preis. Ich wollte schon ausmachen. Ja, kommt noch. Sei gespannt, was da noch kommt, ne? Der Beef Buddy schreibt mich hier schon wieder an, kennt ihr Beef Buddy? Meine Gesichtserkennung funktioniert hier gar nicht mit der Maske. So. Das war der Schrein. Ich wusste nicht mal was von dem Gewinnspiel. Bei zwei Videos habe ich einfach so kommentiert, schreibt einer. Na, da bist du schon dabei, mein Freund. Das war nur der Beef Buddy. So, erledigt. Es geht weiter, Freunde, würde ich sagen. Wir haben noch zwei Gewinner zum Auslösen. Ne? Ich hole mir jetzt erstmal einen Weizen. Ja gut, das warten wir noch mal. Ja, und du hast die Frau Susanne grüßen. Susanne, meine sehr geehrte Susi, schönen Gruß von mir. Ne? Flying Pork. Hey zusammen. Hey Johnny, du Schwein. Alter, grüß mal bitte meine Frau. Hier. Neue Folge schon rausgerendert. Ich kann die nächste Folge anstellen. Ja, render mal die nächste raus. Ey. Ja gut, ey. Die müssen noch rausgerendert werden. Ne? 20k muss ja erstmal auf 4k untergerendert werden. Ne? Das geht nicht so einfach. Bist du mit dem Beefbody zusammen grillen? Ja, haben wir schon mal. Ne? Also ich habe ja schon mit dem Beefbody mal gegrillt. Ja, zum Beispiel beim Lumser-Seminar und so. Ne? Mein Akku ist gleich alle schnell. Also Susi, wir nehmen mal ein Gewinnspiel teil. Ja, immer mal. Grüß meine Kinder, Franka und Annika. Schönen Gruß an Franka und Annika. Meine Damen und Herren, hey, grüß mir an Johnny. Ja, so gepasst zum Wohle. Dann macht er 1000 an, ja, vegetarisch. Bla, bla. Jetzt kommen wir zum Zünden des neuen Grills. Was? Hey, Beef Buddy. Du hast doch erstmal ein Video gemacht von deinem neuen Napoleon-Kohlegrill, ey. Wo sind denn da die ganzen Folgen geblieben? Johnny, du bist zu leise. Warte mal, ich bin ja schon am Schreien, ey. Warum reichen wir nicht? So, Gewinner Nummer 3 wird jetzt gelumst. 4 sind wir schon. Ja. 4, Gewinner Nummer 4. Ja, unser Seminartermin hauen wir demnächst raus, ne? Ja, wir sind dabei. Leute, wir müssen leider irgendwie 50 Mann an einem Tag Startler kriegen. Dummerweise, also. Macht das ja nicht bei mir im Wohnzimmer oder so. Ja. Macht das ja irgendwie in einer Location und die muss gebucht werden. Und das Ganze drin mal rum. Es ist kompliziert, aber wir machen das auf jeden Fall. Ein paar Termine. Mach vielleicht mal das im Hintergrund aus, weil sagen alle, es ruckelt. Es liegt vielleicht daran, dass es da... Da ruckelt es doch nicht. ...gleichzeitig läuft. So. Gut, Freunde. Jetzt müssten die Muffins kommen. Muffins. Muffins kommen. Die Bacon-Muffins, würde ich sagen. Oh, ja, hier sind sie ja auch schon. Mit den Leggings, die brauchen wir nicht. So,
Plan C. Wollen mal sehen, was passiert. Was? Na, dann drehe. So, ich kopiere das mal hier. So, mal sehen, was passiert hier. So, hier kommt es rein, Freunde. Command V. So. Return klappt nicht. Ich muss hier drauf drücken. Dann scannt er den Kanal um mal 5000. 220 Kommentare, da hat man jetzt nicht mehr so. Ja, es sind immer mehr. Ne? Ja. So, hier ist das Startseite. Und. Doppeldrückt. Das ist Nummer 4. Winner Thorsten Lindner. Johnny, geile Muffins, die kann man sich schön während des Super Bowls wahrscheinlich weglunzen. Meine Tochter und ich freuen uns auf weitere Videos. Doppelforce ist fair. Könnte ich es ja schon fast persönlich hinbringen. Es ist ja gar nicht so weit weg nach El Paso, Texas. Ja, Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Warum auch immer, das ist der Zufallsgenerator hergestellt. Ne? Ich konnte eigentlich machen. Okay. So, jetzt gehen wir mal rüber und gucken mal, was wir gewonnen haben. Ne? So. Also, der Onkel Thorsten aus Fair hat erstmal diese Cappy gewonnen. Ja. Und, da können wir mal auf. Handschuhe von Muestra. Die packen sie gleich dazu. Cappy ist ganz neu, ne? Die ist ganz neu. Schön bestickt hier. Ein bisschen Dreck drauf, aber das mache ich noch sauber. Und zu der Cappy und im Gehen gibt es natürlich eine Geburtsbox mit irgendwas drin. Random. Überraschungspaket. Aber drei Gewürze in so einer schönen Box werden dir auch zukommen. Ich lege das hier mal alles so ein bisschen aufeinander, dass man weiß hier. Wird es die Cap auch zu kaufen geben demnächst? Vielleicht. Mal gucken. Erst muss der Shop fertig werden. Er ist ja immer noch nicht fertig. Und mal sehen, wie es klappt. Also wir hoffen, dass wir irgendwie, natürlich gibt es die, wenn wir dann den Shop mal haben, auch mal zu kaufen. Ja, Freunde, wie läuft es denn so? Gibt es ein paar Comments hier? Wollen wir mal selber nachgucken hier? Ich will Cappy. Ja, ich auch. Da ist es da. Was ist denn da los hier? Professor Taste, ja gut. Manche haben gesagt, ich hätte ihm ein paar aufs Maul hauen müssen. Aber kein Problem, er wird ja vielleicht immer wiederkommen. Ach, verdammt, wie kriegt das denn hier? Ich will ja nur einen sehen hier. Glückwunsch, wohin muss man überweisen für die Bandbreite? Das Messer, ja, dieser Kopf, ey. So, eine Chance hast du noch, mich zu ziehen hier. Olaf, Olaf. Ja, ich hoffe. Er kann zünden, ne? So. Ja, die Handschuhe, es gibt ja noch Gewürz dazu, ne? Das ist ja nicht immer der Hauptgewinn, ne, Freunde? Also eigentlich ist der Hauptgewinn, jeder kriegt eine 3er Gewürzbox mit random Gewürze. Die random Farm. Da ich meinen Namen steht. Ich meine, wenn Vampi auf jeden Fall kommentiert hat, dann könnte es vielleicht passen. Gibt es einen Trostpreis? Ja, ich kann euch die Adresse vom Meet and Greet Virginia geben. Da klingelt er. Die Haustür auf. Fällt euch ein Stück Gemüse in der Fresse, Brokkoli ins Gesicht und dann haut er die Tür wieder zu. Das ist ganz random. Trostpreis für den Fanschinier, der spielt da hoffentlich nicht mit. Ne? Der will doch jetzt gewinnen, oder? Schon wieder ein Kind von mir? Was soll ich denn machen mit diesem Kind?
Ganz genau. Ich schreibe mir gerade nochmal die E-Mail-Adresse auf, ne? Den Gewinner. Johnny, wieso vom Gemüsemann? Naja, vielleicht kriegen wir es mal hin, ne? Also ich meine, warum auch nicht, ne? Ganz genau. Ah, schmeckt aber fantastisch. Hüra! Ja, wir haben noch einen verdammten Gewinner übrig. Brauntes Frittenfett. Ja, hat auch nicht schlecht. Look at this, my friend. Das nächste Video seht ihr am Samstag. Kleiner Spoiler für euch, es wird eine Versus-Folge werden und Beef Versus könnt ihr euch selber ausdenken. Beef Buddy ist auch schon wieder da. Meine Güte. Das Messer, ja. Ja, warte nicht zu lange aufs Messer. So. Also an alle Gewinner schon mal im Voraus. Die sollen sich hier melden. Ich sehe es ja gar nicht hier. Das wollen wir runter. Und geht das? Das geht. johnny.grillmaster@gmail.com. Schreibt es ab, Leute. Und wenn ihr noch so Anfragen habt, ihr wie einfach da dran melden. Wenn ihr Glück habt, dann bin ich im Spam-Ordner. Und ich kann euch bibbeln. Die Bärbel. Also, die Gewinner da ran melden. Hier. Da dran. In dem Lümmel. So. Die Bärbel soll zu grüßen. Schönen Gruß an Bärbel, die alte Säge. So. Es geht los. So, der Fünfer kommt, würde ich sagen. Aber erst noch den Rudi aus Buddeln grüßen. Rudi! Alte Säge. Guter Typ. Guter Name. Und der Glückspilz des Tages ist, soll ich mal kopieren, so, falsche Seite hier, die müssen wir aber gehen schon, mal sehen, was die meisten Klicks hatte, ne? So, Cheese Fries ja anscheinend nicht, ne? 9,8k, warte mal, ne, hier auf Schaumor. Ich glaube, der Almighty Burger ist es gewesen. Mhm, der war doch schon. Ja. Da oben ist er. So. Oh. Almighty. Der ist es gewesen. Der hat die meisten Klicks abgesandt. Mensch. Jetzt mal die Werbung überspringen hier. So, Kommando C. Kopiert. Wir hatten Spaß. Das waren ein paar ordentliche Lümmel, muss man sagen. Aber, ihr seht sie hier nochmal schön. Was meint er, wer gewonnen hat? Hat er die Mutti nicht gesagt, dass zu nah am TV nicht gut für die Augen ist? Das war früher, da war noch so ein Röhrenfernseher da. Der hat ja magnetische Wellen hier. Und er hat den Staub in die Augen geblasen. Das hier hat hier nichts mehr zu tun. Ein Handy-Display hat ja auch wieder einen Zentimeter vors Gesicht. Da hast du mir ja nicht geschnallt, ne? Also, Freunde, hier, das ist ein Display. Da passiert nichts mehr mit den Augen. Das ist Steinzeit. Aber der magnetische Röhrenfernseher, der schießt den Staub ab in dein Auge. Und da hieß es mit dem Nintendo nicht so nah vorsitzen. So, das ist der Gewinnerburger.
kopieren wir uns mal hier. Zum zweiten Mal. Gucken wir mal, was passiert hier. Hoch das Luder, ne? Ja, McAllister, das war aber nicht der Imperial Style, ne? Mit Trüffeln und so. Das war ja nur der normale Almighty Burger. Ja, 144 Kommentare. Also eine Chance von 1 zu 144. Doch, warte mal, ich gehe hier drauf. Jetzt hier, also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, Freunde, ne, dann, ja, dann wird einfach quasi das letzte Geschenk gezogen. Ich wünsche dir dem Glückspilz mal alles Gute. Stell dir hin und ich würde mal sagen, ich drücke jetzt hier mit diesem Finger auf den Fernseher. 3, 2, 1. Schon wieder Lexikon. Mach weg. Jetzt geht's los. Es sammelt. Wir sind gespannt. Der Winner ist SP. PST. Ich bin großer Freund der Kombo Trüffel plus Fleisch, aber einen Daumen nach oben gibt's trotzdem. Ich bin Bein? Ich bin kein Bein. Ist mir egal. Er wollte wahrscheinlich. Er ist anscheinend ein großer Freund davon und hat gewonnen. Okay, und so, was hat er gewonnen? Gucken wir mal, was er gewonnen hat hier. Wiener PST. So. Okay. Er hat natürlich gewonnen. Diesen Zettel hier. Plus die Box. Das Messer. Aber was steht auf diesem verdammten Zettel unten drauf? Onkel Voss spendiert noch einen Gutschein für 50 Euro. Also der Junge kriegt diese schwarze Box. Was da drin ist hier? Ein Grillschirmmesser hier, der Spitzenklasse. Ne? Und drei Random-Gewürze, irgendwelche. Also du wirst schon was kriegen. So, das ist der Hauptgewinn hier, würde ich mal sagen. Selbst wenn er nicht mal Onkel Voss in der Nähe wohnt, dann vielleicht macht er ja mal Urlaub und kann damit zünden. Und mit dem Grillschirmmesser das Fleischstück nehmen. Und die Gewürze dazu benutzen, sie zu würzen. So. Ja, der Heino ist auch da, der hat auch ein Messer gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Neulich bei den Barbecue-Freunden. Ja, das sind ja die Barbecue-Freunde. Das ist hier die Grillshow. Seht ihr nicht das volle Programm hier? Zeig doch mal die Preise hier. Von 1 von. Ja, hier Handschuhe. Ja, Alter, von vorne bis hinten, warte mal. Ja, da müssen wir wieder nochmal anfangen. Hier. Also, Christian Soth hat gewonnen. Ja, warte. Ja. Auch die Box, die hat man ja nur einmal hier. Ne? Ja, ja, die wird ja direkt also, vom Spice World. Erst hat die Zange gewonnen und das Ding hier. Ne? Bam! So, Christian Soth. Hat. Ja, und dann, jetzt, das war Christian Soth. Jetzt kommt Thrust SSC. Da hat das hier gewonnen. Hier, den Einsatz für den Kugelgrill und die Gewürze. Perfekt. So. So, weiß ich nicht mehr, hat er die Maske gewonnen? Die kommt hier hin. So. So, natürlich gibt's. Jetzt kommt Patrick Aufleger. Der hat das coole Pizza-Set hier gewonnen. Plus die Gewürze. Hier, guck mal, wie viel dabei ist. Ein Stein, Schieber und so. Ne, kannst du auch einen Backofen reinschieben oder sowas. Alles gut. So, der nächste hier. So, das ist bei der Thorsten Lindler. Kapomat und die Handschuhe, also quasi die Vollausstattung und Johnny Gewürze, ne? Ja, ganz klar. Genau. So. Und natürlich der Hauptpreis, natürlich. Und dann, war meine Lieblingsfleisch war leider ein Stück Fleisch hier für 50 Euro. Das war PST. Und das Messer. Messer. Das Messer kriegt er eh. Damit kann das Fleisch durchschneiden und natürlich auch würzen, ne? Ja. Ich würde auch sagen, Freunde, es hat sich wirklich gelohnt für die Gewinner. Ganz genau, knack und knack. So, noch ein paar Fragen. Ah, jetzt hier raus. Ich muss hier erstmal selber losen. Warte mal, PST war das, ne? PST, ja. Ihr seid nicht sauer an die Leute, die nicht gewonnen haben. Aber die soll ich sonst anders machen.
bestes Mast. Ja, wir schreiben die Gewinner nochmal unter das Video hier. Ja, genau. Pizzastein ist auch cool, ja, warum nicht, ne? Pizzastein kann man gebrauchen. Gibt's nur beim Metzger von Johnny zu kaufen? Ja, ganz genau. Leider nur bei dem. Johnny, bis demnächst. Die sollen dich mal zum geilen Format anhören. Ja, also. Plan ist natürlich ja immer wieder aufzukreuzen, mal so Rocket Beans. Ne? Aber zeitlich hat es in der letzten Zeit nicht geklappt irgendwie. Ne? Da hat sie ja nicht so ein Kind bekommen und dann konnte nicht so spontan sein, leider. Aber jetzt wird es ja ein bisschen größer. Ne? Das Übliche kann man aber Mama bleiben, dann können wir mal zu Rocket Beans fahren. Ne? Der Beef, die Beef Barbie schreibt, geil, das Ganze ist doch ein Möster, ein Tröpfchen. Ja, er weiß, was gut ist. Ja, McAllister, ja, den krieg ich auch hier, den Kameraden hier, den hier. Guter Typ, gute Gewürze da, ne? Erstmal einen Daumen hoch und so. So, bitte mal eine Erbsensuppe im Dutch Oven. Johnny Stunt-mäßig. Ja, das hört sich wohl an. Und Erbsensüppchen, aber mit Bacon. Ne? Bacon muss aber dabei sein, oder? Dann mache ich das Süppchen. Ja, ist, was lunzt da als nächstes raus? Ich weiß nicht, ob ich das so schon zeigen kann. Das kommt ja erst Samstag, ne? Der Top Secret, ne? Also. Also vielleicht, ne? Vielleicht mache ich mal eine Versus-Folge. Ich glaube, es gibt eine Versus-Folge für euch. Ich lege mich mal wieder mit der Fast-Food-Kette an, das Übliche. Ganz genau, nur für euch. Zünden. Jungs, bleibt mir sagen, dann mach das nächste Seminar bitte halb so groß, aber doppelt so teuer. Ja. Keine Ahnung, soll man so ein Special Guest Barbecue nennen? Dann müssen doch alle nach. Herzlich willkommen, Freunde. Wer will, soll vorbeilunsen und irgendwie kriegen wir es schon hin. Ich werde auch ganz viel Bier trinken, dass ich auch mit jedem eins trinken kann. Grüße an die Regie. Ja, Christian Gladitsch. Schönen Gruß zurück. Schönen Abend. Grüße aus dem Salzburg. Grüße an meinen Traumblut. Wow. Aus Kandern. Und braucht hier immer mehr Zeltplätze. Ja, das kriegen wir schon hin, mein Freund. Zünden. Wie hat euch denn die Folge gefallen oder diese Woche, wo wir immer mal wieder in so ein Video rausgeballert haben? War das gut oder hat es euch gefallen oder was? Topomat 5000? Das ist nicht mehr Kunstzeug, wo es sagt, würde ich ja gut sagen. Ja, also ich muss nur sagen, die Muester Jungs haben jetzt einen Pelletsmoker rausgehauen. Naja, also. Den habe ich natürlich noch nicht getestet, aber ich glaube, sie werden ihn mir zulunsen. Und ich kann mal gucken, ob das Ding was taugt. Das hoffe ich mal, Olaf, nicht, dass du wieder bei anderen Grillseminaren dich unterjubelst. Mhm. Ganz genau. Hätte gern das Footballfeld aus dem Intro gesehen. Das gibt's ja schon. Das ist ja schon 2 Jahre alt. Ja.
Prost, dann. Madness, Feier, Grillshow und Fleischstadion googeln. Dann kommst du auf das Video der Spitzenklasse. Das ist voller Programm übrigens. Ja, der Björn ist da. Ja, wo ist er denn? Habe die Diskussion wegen dem Professor nicht verstanden. Ist doch ein super Typ mit geilen Rezepten. Ja klar, und der wird auch noch ein paar Mal öfter. Ja, aber das ist ja immer so, ne? Ja, vorbeischauen. Fünf Männer kennen, gefällt das Gesicht nicht. Und mein Gott, ne? Der ist ja nicht jeden Tag da, ne? Ich meine mal, ich kann ja alle Hater da verstehen, die jetzt Johnny sehen wollen. Dann haben sie ein anderes Gesicht oder so, ne? Aber... ist er mal da, mal einmal im Monat, oder wenn er mal Zeit hat. Ne? Letztes Mal haben wir die ganzen Videos am Wochenende gedreht. Ne? Zwei Tage haben wir die ganze Show abgelutzt. Deswegen war er auch dabei. Ne? Professor, also, Taste ist klasse, schreibt schon einer. Ja, ist cooler Mann, cooler Typ. Ne? Hab jetzt gegen den. Vielleicht hau ich mal einer rein hier, damit der nicht gefällt, auch zufrieden ist. Das meine ich natürlich für die Fans. Ist ja ganz klar, ne? Hast einen neuen Hut. Ja, Olaf, ich habe einen neuen Hut. Der alte hier, also ich dachte mir, ja, er ist immer ganz taufrisch hier, ne? Muss man sagen, ne? Also, er ist noch so sichtbar halt, ne? Und ich hatte ihn ja öfter mal auf, ne? Aber meine Frau hat gesagt, quasi, ja, dann versteigert ihn doch für einen guten Zweck. Da habe ich gesagt, ja klar, für meinen guten Zweck werde ich ihn versteigern. Aber mal gucken, was rauskommt, ne? Ich meine, bevor ich den wegschmeiße, soll er eben Abend anderes beim Grillen beglückwünschen, ne? Zünden. Ja, da wurde viel nach dem Dude gefragt, wann er mal wieder da ist. Er kann zu Ostern mal wieder vorbeilunsen. Oder zum nächsten oder Seminar. Oder zum Grillseminar, dann macht er sich mal einen Tag frei. Irgendwie, jetzt wird er schon gebacken. Aber quasi so für eine Folge ist er wieder ein Ostern wieder da. Ne? Wir haben zwar noch einen auf Lager, glaube ich, ne? Ja. Mit ihm. Gibt's noch was. Die versuchen wir in der Mitte von jetzt zu Ostern zur Erwürfung rauszuhauen. Damit ihr ihn nicht ganz vermisst. Du suchst einen Teppich, ja, genau. Ja, wir haben ja die Dude-Gewürze jetzt. Gibt's auch eine Folge bei Johnny unterwegs. Ja, wir haben noch keine Folge Johnny unterwegs gedreht. Haben aber ein paar Ideen, wo wir hinfahren. Also die verrate ich jetzt noch nicht, leider. Ne? Aber ich würde natürlich mal wieder irgendwo hinfahren und dann mal gucken, was passiert. Ne? Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht. Den hast du doch auch. Ja, gut, genau. Den trinke ich aus und dann heißt es ab ins Bettchen. Und Glück auf für den Gewinner. Was liegt morgen an? Ja, auch doch mal lieber was Samstag liegt, Freunde. Der Björn will schon wieder zum Grilljunkie fahren. Was? Ich will ja mal einem Junkie, Alter. Einfach mal zu Johnnys Lunser-Seminar lunsen. Und dann zünden wir richtig ein. Also, das kann ich schon mal verraten. Wir haben dazu noch keine Termine. Das nächste Lunser-Seminar wird erstmal ein Whisky-Tasting. Also quasi, ihr kommt da irgendwie hin, abends oder spät nachmittags und kriegt erstmal eine Ladung Whisky und natürlich was zu essen. Was ich organisiere oder lunsen werde. Ja, dann trinken wir Whisky und essen was. Das wäre dann das Whisky-Tasting. Plus vielleicht Bier, was noch im Kühlschrank da ist.
vielleicht 80 oder 90, 100 Flaschen. Ne? Was schreiben denn hier? Schon ein bisschen super Typ. Weinkeller, habe ich da gerade nur gelesen. Das hört sich gut an. Und lauter stellen, ja, weniger zünden, mehr wickeln. Ich lade euch mal ein, wenn ihr wieder in Österreich fährt, dann können wir mal im Weinkeller grillen. Da ist mal hier Johnny, das ist super Typ. Freue mich immer auf die neuen Videos, bitte hört nicht auf die Videos. Werde ich nicht machen, Junkie hat ein Zelt, scheiße, ein Junkie hat einen Zeltplatz, ja, schön. Ja, im Haus gepennt, in einem anderen Haus. Ich lade euch ein, wenn ihr mal nach Österreich kommt, fragt, dann könnt ihr im Weinkeller mal grillen. Ja, das hört sich gut an. Manuel Deutsch. YouTube. Bei 4.0 war ich schon 1 in 900 beschlossen. Bei uns ist mal das halbe Team Whisky trinken. Wir haben die Hälfte auch schon. Ja, für die. Also ihr Daughter und Daddy Sizzle Sohn. Ich glaube, die Daughter ist ja Whisky Trinker. Und der Dad. Das süße Teechen zieht sich herein. Ja, ich würde mal sagen, wenn er bei der 18 sagt, dann kommt er mal zum Onkel Johnny Seminar vorbei. Würstchen, Tessi, wäre was? Erstmal 1. Mai. Der Bacon, kommst du Schleswig-Holstein und da sehen wir das. So, ich meine, was ist denn aus den anderen Leuten? Ich meine, ich kann nicht alleine nach Schleswig und Holstein fahren. Also, könnte ich schon, aber. Ja, aber da müsste auch andere auch hinfahren, ne? Warum nicht vor meiner Haustür, ne? Naja, vielleicht kriege ich das ja mal hin. So, was sollte? Ist ja nicht weit weg. Schönen Gruß nach Mastolte, mein Freund. Grüße aus dem wilden Coburg. Doppelvorsitzende und dann erinnerst du dich noch an deinen Besuch? Ja, natürlich, ich immer dabei, ja. Können auch 8 Personen schlafen. Ja gut, bei Onkel Johnny Seminaren gibt es natürlich immer so eine kleine Touristik-Info, wo man Hotels findet oder was in der Nähe. Und da kann man dann schlafen. Ne? Wann verlost du? Ja, schon vorbei. Johnny, Whisky und Bier, das bin ich dir. Ja, wie gemacht. Mama, schau mal, ich bin im Fernsehen. So, sehr gut. Lusel Johannes. Wann wird mal wieder geräuchert, ja. Oh, wollen wir mal Zeit für haben, ne? Das Fahrer auf dem Fahrerhaus am Grill schon. Es wird rot, Freunde. Ich werde das umlackieren und ich werde es rot machen, glaube ich. Ich glaube, es muss rot werden. Denn sonst zündet der ganze Laden nicht. Ganz genau. So. Zünd aus. Ja, können die. Machen wir die Stunde voll, dann haben wir noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. Oh, ja, so 6 Minuten. Mit dir kommen, wenn wir gern zu dir kommen, wenn wieder ein Burger nachgebaut wird. Der Ralf Dieter. Das ist der vom Beef Buddy, der Kollege. Da sind wir auch Kollegen, ne? Ja. Der Beef Buddy macht nur keine Videos mehr, was? Ne? Na, da kannst du natürlich gerne vorbeikommen, wenn wir wieder an uns. Rot wie die Flammen. Hahaha, ha, ha. Ralf kommt mit. Nee, er kommt mit. Mit dem Ralf. Ja. Ja, wie auch immer. Es wird schon klappen. Ja. Ansonsten kommt er aber zum Lunzer-Seminar. Lunzt euch alle rein. Lunzt am Samstag schön einen raus. Das machen wir, ne? Ja, es wird, ich muss mal sagen, wir sind vorweg Spoiler. Es wird ein 18-Minuten-Video. Also, stellt euch schon mal wirklich servieren, damit ihr die 18 Minuten durchhaltet. Ne? Ja,
Ich sag mal so, wenn ich mal was tue, dann stelle ich das Maximum. Das hat er schon mal nie gelernt. Ne? Schon sagt das Johnny Klein, so soll es auch sein. Stell dich lachen, Fortnite. Fortnite, ey. Ich bin der beste Fortnite-Zocker und hab's noch nie gezockt. Weiter geht's. Ja, ein bisschen Name in der Mitte. Ja. Ja. Der Blick ins Unendliche. Nein, der kommt jetzt. Mike Ellis hat ein paar Gewürze von mir gelunzt gekriegt. Und pro Gewürz werde ich ihm so einen Einspieler machen, wo ich in die Gewürzbox reingehe und sage: Wow, nimm das, Mike Ellis da. Lunz es dir rein und dann zack, aus dem Bild und dann kriegt er das als Video. Ja, Bier ist alle. Ja, das heißt, das Video ist gleich auch leer. Das ist der Ladebalken von euch, Freunde. Wenn das ausgetrunken ist, dann machen wir da aus, ne? Geht ja nicht anders. Ja, genau. Stellt mal schnell noch ein paar letzte Fragen und dann geht's ab. Johnny. Die Seite, ja. Und Star Wars Fan hier, ne? Was machst du? Bier trinken? Wenn dann die Frage ein bisschen detaillierter, ne? Macht übrigens am Sonntag den Schweinebau von den Dutch ohne Bügel. Ja, sehr gut. Das ist wahrscheinlich der Schweinebau von den Domino-Schweinen, oder was? Ja, was denn sonst? Ja. Ja, gut. Ja, ohne die Schokolade ging es, ne? Ja. Danke. Irgendwann gibt es da nochmal ein Video, wie wir den Schweinebauch probieren. Vielleicht. Ja. Haben wir ja. Ja, nur noch nie veröffentlicht. Outtake. Ja, also mir hat es geschmeckt. Ich fand er hart im Leben. Naja. Dem Gemüsemann hat es geschmeckt. Ja, der ist ja auch der Gemüseboy. Ja. Da wie du bist. So, Freunde. Ich gratuliere nochmal allen Gewinnern. Ja. Und 2 Minuten. Wir sehen uns bald mal wieder. Kommt zum Lunzer-Seminar und wir ballern uns ein. Termine kommen noch demnächst, bevor jetzt schreibt, wann ist es, ne? So, sogar McAllister ist schon raus, das heißt, wir müssen Schluss machen. McAllister ist ja drin, wenn ich ihm erstmal ein Video schicke, ne? Und zünden, ne? Auf McAllister, die alte Säge. Ja, oder auf die Gewinner? Auf die Gewinner, Freunde. Ich wünsche allen Gewinnern ein frohes Fest und schreibt mir einfach mal was. Wir brauchen mehr Rezepte für die Feuerplatte. Ja, komm, ne? Ja. Also stellt mir eine Bratpfanne vor und dann geht's ab. Okay. Das Ding ist leer, Freunde. Auf Wiedersehen und bis bald. Ah! Ja!